Christian, der Trainer bei Ihnen. Da hat ich mich mal mit dem Nick hier hinten unterhalten. Da hat er mal, er wiegt so 76 Kilo, 75 Kilo, ist auf 72 Kilo runtergegangen. Hat mal auf 70 Kilo versucht. Da hat er gemerkt, da ist irgendwie kein Bums mehr drin. Ne? Ja, das ist gerade etwas, was ich als Größerer nicht kenne. Weil, wenn wir runtergehen, wir sehen, weiter unten sind die Gewichtsklassen 72, 70 Kilo. Wenn wir gleich hochgehen, geht der Sprung von 83 auf 95 Kilo. Das ist ein ziemlicher Unterschied, auf jeden Fall. Ab jetzt kennt er immer 72 Kilo, da fühlt er sich wohl. Und da geht es auch schon los. Wunderbar, ein weiterer Mahlkampf. Und wie wir uns gedacht haben, das überlegene Ring, das Ring von Umalt wird beigebracht. Er hat gleich passiert in einer dominanten Position. Hast du schon vorher gesagt. So hat es auch direkt angefangen. Eine wunderbare Kopfkontrolle. Er verbindet seinen Ring. Eine wunderbare Ringertechnik. Hat den Rücken aufgebaut und das für Boxen genutzt. Jetzt wird kurz abgebrochen. Aber man sieht die Aggressivität, das Können von Umalt. Oh, da gab es wieder auf die Juwelen. Ja, passiert. Man kennt das ja, es ist mein Kampfsport, nicht zu vermeiden. Irgendwann mal, wie JD schon sagte, in die Kronjuwelen reinzubekommen. Ja, jeder, wir haben schon darüber gesprochen, was man am besten machen kann. Die einen schwören auf Springen, die anderen sagen gar nicht. Einfach durchbeißen. Und also, und ich bin der Meinung, klar, für euch als Zuschauer ist es jetzt nicht das Beste, aber den Kämpfer stehen wirklich 5 Minuten Zeit zur Regeneration zur Verfügung. Und da geht schon weiter. Schöne Rechte von Umolt. Oh. Aber auch Nicke. Stand-up kann er auch und er ist wild. Ja, also viele Ringer haben sehr gutes Stand-up, weil sie die Base haben. Ne? Er hat jetzt nicht durch wunderbare Fußarbeit gemacht, aber er hat immer eine Base. Oh, ein wunderbarer Inside-Scoop, ein Inside-Trip. Und vor allem, er ist nicht in der Guard gelandet und gleich in den Pass gegangen. Das heißt, er nutzt nicht nur seinen Ring, um im Ring zu performen, er nutzt auch seinen Ring für MMA. Sehr gute Sache. Jetzt hat er den Trip schon mal drinne. Und ja, dieses ist, ne, wer halt die ganzen Ringerschulen aus dem Kaukasus kennt. Und dann slammt er ihn wieder. Wunderbar. Jetzt versucht auch noch von unten, seht ihr das, die Hand zu blockieren. Wie ja, kontrolliert ihn sicher. Wir können den Namen ruhig aussprechen. Der Adler, der das ganze Prinzip mit Smash bekannt hat. Ne? Das ist der Stil. Ich trappe die untere Hand. Dadurch kämpft er mit zwei Händen. Ne, ist meine Schlaghand zum Gesicht frei. Wir sehen, Nicky ist überfordert, aber das wären viele Kämpfer auf diesem Niveau von so einem aggressiven, überlegenen Ringer. Und schon ist es vorbei. So schnell kann es gehen. Sehr gute Arbeit geleistet, aber wie du schon gesagt hast, ist direkt reingeschootet, direkt den Bodenkampf gesucht und dabei ist er auch geblieben. Ja, also man kann ihm den Sieg auf jeden Fall lassen. Also in dem Moment, also Nicke Schläge, die ich gesehen habe, waren gut. Ne? Nur ja, gegen einen offensiven Ringer gut auszusehen, ist einfach nur mal schwer und ich denke, es werden noch viele Kämpfer nicht so gut gegen Umal aussehen. Der Sieg geht in die blaue Ecke zu Philipp Valkyrie, zu Umalt, Team Mario.